Servus Leute und in diesem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scooper. In diesem Video möchte ich euch einmal drei Orte in Star Citizen zeigen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, bei denen es sich aber auf jeden Fall lohnt, diese mal zu besuchen. Und wir machen den Anfang mit dem Drogenlabor auf Yela. Das Ganze ist ein relativ interessanter Ort. Es ist an sich ein Outpost, wie man ihn halt auch von den anderen Monden kennt. Allerdings ziemlich verwüstet und unordentlich. Überall liegt Alkohol und Essensreste rum. Die Wände sind beschmiert, wie man das halt so von diesem Junkie-Klischee kennt. Und ja, das Ganze sieht meiner Meinung nach relativ interessant aus. Und da es natürlich auch ein Drogenlabor ist, darf auch das entsprechende Labor nicht fehlen. Das sieht auch wiederum sehr interessant aus. Keine Ahnung, was da genau hergestellt wird. Wahrscheinlich die Killer-Sticks, die man ja auch aus Star Wars kennt. Oder ja, jegliche andere Drogen, die ihr dort übrigens auch kaufen und verkaufen könnt. Und wie das mit illegalen Waren immer so ist, sind die einiges wert. Lohnt sich also auch, falls ihr Profit machen wollt, da mal vorbeizuschauen. Wie kommt ihr aber nun hin? Ihr müsst zunächst einmal nach Yela fliegen. Von dort aus auf jeden Fall zum Orbital-Marker 4 Quantum Jumpen, was ich jetzt gerade auch schon gemacht habe. Und euch dann auf den Mond ausrichten. Was an dieser Stelle relativ wichtig ist, es sollte Tag sein, an der Stelle, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Das heißt, es sollte Tageslicht vorhanden sein, sonst wird das Ganze relativ schwer zu navigieren, gerade wenn ihr das erste Mal macht. So, die Oberfläche sollte jetzt bei euch ungefähr so aussehen wie bei mir. Ihr könnt euch das ja dann beliebig ausrichten. Und wichtig ist, dass an dieser Stelle, die jetzt bei mir Tageslicht hat, auch bei euch Tageslicht ist. Ihr seht jetzt hier eine helle weiße Fläche, so einen dicken breiten Strich, der wahrscheinlich mit Schnee bedeckt ist und darüber nochmal drei kleinere weiße Striche, die vermutlich auch mit Schnee bedeckt sind. Wichtig für uns an dieser Stelle ist der Strich ganz rechts außen. Leicht dahinter, beziehungsweise von uns aus jetzt da drüber, befindet sich nämlich eine kleine Bergkette, wo sich das Drogenlabor befindet. Ihr fliegt jetzt also etwas näher an den Mond ran, so ein bisschen über den rechten weißen Strich, und ja, sobald ihr euch dem Mond dann nähert, wird sich natürlich immer mehr von dem Terrain ja reinrendern und ihr könnt das Ganze etwas besser erkennen. Dann seht ihr hier oben diese Bergkette und zu der müsst ihr hinfliegen. Das ist jetzt ganz wichtig, schaut euch das genau an, diese Bergkette, das ist wichtig. Hier unten seht ihr nochmal die weißen Flecken und dann fliegt ihr näher an die Bergkette ran. Das ist jetzt diese besagte Bergkette von ganz nah. Ich habe das Ganze ein bisschen gesprungen, denn ihr wisst ja jetzt, wo ihr hinfliegen müsst. Und hinter diesem Berg hier, wo ich jetzt gerade drauf zufliege, da befindet sich das Drogenlabor. Ihr müsst also nah ranfliegen und ja, schaut euch ein bisschen um. Dahinter in diesem Krater hier befindet sich dann besagter Outpost, besagtes Drogenlabor. Ihr seht es jetzt schon hier rechts unten im Schatten des Berges, da befindet sich das Gebäude und ihr habt das Drogenlabor gefunden. Solltet ihr trotzdem noch Probleme haben, irgendeinen der Punkte, die ich euch in diesem Video vorstelle, zu finden, werde ich auf jeden Fall nochmal Anhaltspunkte dafür in die Videobeschreibung packen. So, weiter geht es mit dem Stonehenge des Star Citizen-Universums, könnte man sagen. Oder ja, man könnte es auch eher Big Benny's Henge nennen. Denn es ist prinzipiell Stonehenge nur aus Big Benny's Automaten. Ihr seht es schon, es ist eine relativ coole Sache, die gibt es auch schon immer, glaube ich, im Persistent Universe. Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass es sie seit den 2.x-Patches immer schon gibt. Hier hat sich irgendjemand unter einem Automaten begraben. Ich weiß nicht, ob der einfach zu gierig war, keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Das werden wir wohl nie erfahren. Ist auf jeden Fall eine interessante Stelle und ich zeige euch jetzt, wie ihr dahin kommt. Das Ganze befindet sich wieder bei Yela, allerdings diesmal nicht auf dem Mond, wie ihr schon gesehen habt, sondern auf einem der Asteroiden. Deshalb springt ihr am besten einmal zu Orbital Marker 6, der befindet sich am Süd- oder Nordpol, wie auch immer, von dem Mond und ihr habt damit einen perfekten Blick auf die Ringe des Mondes. Und jetzt haltet ihr einmal Ausschau nach OM4, wo wir gerade eben schon mal waren, und Grimhex. Die beiden sollten so ausgerichtet sein, wie ihr das hier seht. Und ihr fliegt jetzt ungefähr in die Mitte der beiden Orbital-Marker, denn dort wird sich dieser Asteroid befinden. Und es gibt einen wunderbaren Trick, wie ihr den finden könnt. Und zwar müsst ihr einfach F gedrückt halten und ganz tief reinzoomen. Denn der Asteroid, auf dem sich die Big Benny's Henge befindet, ist handcrafted. Ja, der wird nicht prozedural generiert und handgecraftete, Körper, die rendern auch auf sehr weite Distanz rein und somit könnt ihr den schon von weitem sehen. Ihr habt es gerade schon im Hintergrund ein bisschen gesehen, dieser eine kleine schwarze Punkt, der sich in diesem Ring befindet, das ist der Asteroid. Und ich versuche hier gerade schon im Hintergrund ganz wild das Ding
perfekt auf mein Flugzeug auszurichten, sodass ich direkt gerade drauf zufliege. Denn das wird jetzt wichtig, denn ihr seht schon, es rendern mehr und mehr prozedural generierte Asteroiden rein und da wollt ihr am besten direkt schon auf den Asteroiden zufliegen. Das wird nie genau klappen, deshalb richtet am besten euer Zielkreuz von F, also wenn ihr F gedrückt haltet, auf den Asteroiden aus, sodass ihr den immer im Auge behaltet. Das wird dann eine Weile dauern, bis ihr da seid, aber ja, die Geduld müsst ihr haben, um das Ganze, ja, rückschließend gut zu finden. Wie gesagt, haltet den Asteroiden immer im Auge, ihr habt eigentlich genug Zeit, um das zu machen, und dann sollte es da keine Schwierigkeiten geben. Und nach irgendwie 5 bis 10 Minuten habt ihr es dann auch geschafft und ihr seid an dem Asteroiden angelangt. So unspektakulär sieht das Ganze dann von nahem aus und macht euch keine Sorgen, wenn ihr auf den ersten Blick das Plateau nicht finden werdet. Ihr könnt da ruhig ein paar Mal rumfliegen und werdet es vielleicht übersehen. Mir ist es auch passiert. Und ja, so sieht das Ganze dann aus der Entfernung aus. Nur so ein ganz kleines Licht. Objekt, sage ich mal, wenn ihr näher ranfliegt, erkennt ihr, okay, es ist diese Plattform mit dem Automaten drauf. Und an dieser Stelle werde ich auch nochmal ein kleines Bild einfügen, falls ihr euch nämlich irgendwie verirrt. So sieht das Ganze von der Henge dann aus und da sind die Orbitalmarker zu sehen. Ja, das war's mit der Big Benny's Henge. Weiter geht es zum letzten Punkt, den ich euch zeigen möchte. Dafür müsst ihr nach Deimer fliegen. Und genau gesagt zu Deimer Orbitalmarker 2. Kommt ihr auch immer ganz easy gut hin. Wenn ihr da seid, am besten sofort anhalten und das Schiff auf den Mond richten. Auch hier sollte es wieder Tageslicht sein, um den Punkt gut zu finden. Richtet euch jetzt Richtung Orbitalmarker 1 aus. Nicht hin Quantum Jumpen, einfach nur in die Richtung schauen. Denn auf dieser Seite des Mondes befindet sich der Punkt, wo wir hinwollen. Und jetzt müsst ihr gut auf die Musterung achten. Ich markiere euch das Ganze hier gerade ein bisschen mit F, mit dem Cursor. So, diese Musterung müsst ihr im Auge behalten, besonders diesen kleinen schwarzen Fleck in der Mitte, den ich gerade hier umrande. Links daneben, also zwischen dem kleinen schwarzen Fleck und dem großen schwarzen Fleck, genau in der Mitte, dort solltet ihr anpeilen hinzufliegen, denn dort befindet sich besagter Punkt, den wir besuchen wollen. Ich mache das Ganze jetzt wieder ein bisschen schneller, werde ein paar Sprünge machen, wie ich da hinkomme. Ihr seht hier in der Mitte wieder den schwarzen kleinen Fleck, den wir schon von weiterem gesehen haben, von weiterem weg. Und dann zoomt ihr einfach immer wieder mit F so ein bisschen ran, haltet schon mal Ausschau, guckt euch ein bisschen die Umgebung dort an und wartet, bis ihr ein ganzes Stückchen näher an dem Mond dran seid. Denn dann werden irgendwann an der Stelle, wo ich gerade hinschaue, mit meinem Cursor, werden dort kleine schwarze Punkte auftauchen. Und diese sind dann wieder der Point of Interest, wo wir hinwollen. Das heißt, an dieser Stelle sollte man es jetzt schon erkennen. Ich bin jetzt schon ein ganzes Stück näher herangesprungen. Ihr seht rechts wieder den schwarzen kleinen Punkt, der ist immer noch zu sehen. Und da umkreise ich gerade die schwarzen Punkte, von denen ich gerade geredet habe. Das Stück, wo wir hinwollen, das Stück, was wir besuchen wollen. Die meisten von euch wissen sicherlich schon, worum es sich handelt. Vermutlich werde ich es auch ins Thumbnail packen. Es ist natürlich das Jevedin-Wrack, von dem viele von euch vielleicht auch schon gehört haben. Vielleicht haben es auch einige schon besucht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache. Wenn ihr die schwarzen Punkte gefunden habt, ist es eigentlich wieder das Gleiche wie mit den ganzen anderen Punkten, die ich euch vorgestellt habe. Ihr könnt jetzt einfach hinfliegen. Ihr habt es ja mehr oder weniger schon angepeilt. Und sofern ihr dann da seid, sieht das Ganze ungefähr so aus wie jetzt. Ja, Javelin Wrack, cooles Stichwort, ist das erste Mal, dass wir so ein Capital Ship ja mehr oder weniger in-game sehen. Es ist natürlich nicht flugbereit oder sonst was und es ist auch kein super ausgearbeitetes Wrack. Ja, es gibt keine Innenräume oder sonst was, aber es zeigt auf jeden Fall mal die Größe eines solchen Schiffes und ihr könnt da ein bisschen rumfliegen, ein bisschen ausprobieren mit euren Schiffen. Hier zum Beispiel könnt ihr durch das Triebwerk, durch die Düse, wie auch immer das bezeichnet wird, durchfliegen und ein bisschen Spaß haben, das Ganze ein bisschen erkunden, die Aussicht genießen, vielleicht den ein oder anderen Screenshot machen oder das Ganze euren Freunden zeigen. Ich persönlich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache und auf jeden Fall auch sehr cool, das Ganze mal zu erkunden und zu finden. Auch hierzu gibt es natürlich wieder ein paar Anhaltspunkte in Form von Entfernungen zu anderen Punkten in der Videobeschreibung.
Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze einigermaßen erklären. Denn es ist tatsächlich nicht so leicht, wie es aussieht. Vor allen Dingen die ganzen Punkte dann auch mal am Tag zu erwischen. Das hat mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie noch ein bisschen besser erklären. Aber es befinden sich, wie gesagt, noch genauere Anhaltspunkte in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr könnt das Ganze gut nutzen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.